Ja, vielen Dank, Herr Hartmeister, vielen Dank, Herr Kreutoru. Ich würde gerne zwei Nachfragen stellen, die sich beide grosso modo unter das Wort Mut fassen lassen. Ich muss etwas weiter ausholen, ich fange mit Herrn Hartmeister an. Auch wenn man alles weiß über die NS-Kontinuität, also die Kontinuität in den Eliten, wenn man es dann so vorgeführt bekommt, schluckt man ja dennoch über die sehr vielen Reichssicherheitshauptamtsmitarbeiter an allen möglichen Stellen. Was ich immer verwunderlich finde, ist das allgemeine Verwundern darüber, dass diese Menschen natürlich 1955 nicht sehr viel anders denken als 45 und 35. Also dass das eben auch ein sozusagen nicht nur eine Kontinuität der Person ist, sondern auch des Denkens, und das haben Sie ja auch nochmal sehr eindrucksvoll vorgeführt. Ich glaube, mit der BND-Geschichte, die wir jetzt wissen, kriegt das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension. Aber als ich Ihnen zugehört habe, habe ich auch gedacht, also es war ja in den letzten 20 Jahren in der Geschichtswissenschaft, oder weiß ich, kann das jetzt nicht genau zuordnen, aber so ein gewisses 68er-Bashing en vogue, war alles erstens nicht so neu und davor auch schon oder dahinterher und so oder und gewalttätig, also auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe dann, als ich Ihnen zuhörte, gesagt, naja, wenn man Ihnen zuhört, dann muss man sagen, doch, das hat 68 war schon wichtig und Willy Brandt war wichtig, um einfach wirklich was dagegen zu setzen. Wenn Sie mir da folgen würden, dann würde ich aber doch gerne fragen, was ist dann eigentlich passiert zwischen den 70er Jahren und heute, wo wir gestern gehört haben bei Dani Cohn-Bendit, dass eben, also wo ist, ich meine, den mangelnden Mut heute von Journalisten, also es gibt ja eine andere Generation, und was ist dann da passiert, dass der Film von Dani Cohn-Bendit zunächst nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden sollte? Susan Neyman hat in ihrem Artikel in der Süddeutschen Zeitung auch eben den mangelnden Mut von Journalisten angesprochen, die Themen so zu benennen, wie sie der Kollege eben benannt hat. Also das the missing link between sozusagen 68 und, sagen wir mal, den Nullerjahren auf der Ebene, der würde mich interessieren. Ja, zum einen hat es generationelle Gründe. Also ja, wer heute junge Journalistin ist oder junger Journalist, hat natürlich vielleicht noch Urgroßväter in der Familie, die attachiert sein könnten an das nationalsozialistische Regime. Damals, in den 1970er Jahren, waren die Leute ja noch mitten in der Gesellschaft. Also wer Jahrgang 1915 war, wurde 1980 pensioniert. Also das waren Leute, die noch in Funktion waren als Abteilungsleiter, als Gruppenleiter, als Chefs und so weiter. Meistens ja Männer übrigens, klar. Und das ist eine andere Konfrontation, wenn man diesen berühmten Filmtitel »Die Mörder sind unter uns« real erlebt. Der Dorfpolizist, den ich noch kennengelernt habe im Ostwestfälischen, hätte jemand sein können, der in Russland Juden erschossen hat. Das war eine reale Möglichkeit, der da ganz freundlich rumstand und den Verkehr regelte. Der Versicherungsvertreter hätte im Reichssicherheitshauptamt vorher arbeiten können an ethnischen Säuberungen. Und das geht natürlich so ein bisschen verloren, wenn man die reale sozusagen Konfrontation mit solchen potenziellen oder realen Mörder nicht mehr. Zum anderen, und das ist jetzt keine Nostalgie, hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so eine Entintellektualisierung und politische Verharmlosung eingesetzt, die auch von oben durchaus gewollt ist. Also da ist es wichtiger, den neuesten Instagram-Kanal zu bespielen und irgendwie auf TikTok präsent zu sein, nichts dagegen übrigens, und Kontakt zur jüngeren Generation zu halten in irgendeiner Form, als noch besonders viel Geld und Mittel auf ernsthafte Recherchen, auch zeithistoriografische Recherchen zu verwenden. All dieses, was ich da vorgetragen habe, ist überhaupt nicht recherchiert worden von Leuten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Davor hatten die zum Beispiel vom Spiegel viel zu viel Angst, also um mal von Mut zu reden. Das ist nie angegangen worden. Die haben nie den alten Spiegel gelesen und sich gefragt, wer hat das eigentlich geschrieben, diese Serien über Kaffeeschmuggler oder über die Kriminalpolizisten und viele andere auch. Das war sozusagen Tabu im Kollegenkreis. Ja, so viel dazu. Ja, und dann übrigens noch ein Nachsatz, der zu Herrn, meinem Kollegen. Wie viele öffentlich-rechtliche Journalisten aus der mittleren Hierarchieebene wirklich zur AfD übergewechselt sind, ist schon sehr erstaunlich. Also das ist mehr als ein halbes Dutzend. Und das hätte man nicht gedacht. Man hat immer gedacht, so Rotfunk und
linksliberal und das sind ja nicht nur Figuren von der rechten Ecke, sondern Leute, die natürlich auch noch weiter vorkommen wollen. Aber da hat man sich auch vielleicht über ARD und ZDF mehr Illusionen gemacht, was die politische Stabilität anlangt, als man sich vorher gedacht hätte. Ja, vielleicht können Sie da gleich drauf eingehen und mal noch auf meine kleine Frage dazu. Thema mangelnder Mut. Sie haben aufgehört mit diesem Eindrucksform, mit der These, und das ist ja keine These, sondern eine Beobachtung eigentlich, wie sehr sich die anderen Parteien von der AfD treiben lassen. Und das ist ja auch nicht nur in der Frage BDS-Resolution Israel, sondern das gilt ja auch für die Migrationspolitik, das gilt ja also für sehr, sehr viele Fragen. Und wenn man dann noch an die anderen Themen drüber nachdenkt, die uns auch noch ins Haus stehen, Stichwort Klimawandel, dann wird einem Angst und Bange, denke ich. Aber die Frage ist, was muss eigentlich geschehen, dass eine Annalena Baerbock nicht antwortet auf einen Tweet? Also was... Es ist vielleicht, kann man die auch nicht beantworten, aber ich denke, ich weiß, es geht um Wahlen, es ist schon klar, und um Mehrheiten, aber das kann ja nicht die einzige Antwort sein. Ja, also hört man mich ja? Also ich glaube, in diesem spezifischen Fall mit unserer Außenministerin ist das so, dass sie sich auch gerne, also die ist ja selbst aktiv in den sozialen Medien, man erinnert sich an ihr Foto in Afrika, da mit, ja, also mit Wasserträgerinnen. Das springt manchmal für mich auch den Rahmen des guten Geschmacks, was die Selbstdarstellung von Politikern anbelangt. Aber das ist ja wieder, steckt die Motivation dahinter, irgendwie Anschluss zu finden an die jüngere Generation. Sicherlich mediale Durchschlagskraft der AfD erklärt sich zum Teil auch durch das Engagement vieler ehemaliger Journalisten, die genau hinschauen, was die anderen Parteien kommunizieren, das analysieren und das dann in ihrem Sinne entweder uminterpretieren oder ganz geschickt darauf antworten, in sehr kurzer, prägnanter Form. Die Frage also des Mutes von Journalisten ist ja sehr komplex, weil generell war die Printpresse in den letzten 15 Jahren von einem kontinuierlichen Rationalisierungsprozess betroffen. Also es sind ja immer weniger Journalisten geworden. Und die Zwänge, sich auch an bestimmte Leserschaften, also auf die Rücksicht zu nehmen in marktwirtschaftlicher Hinsicht, sind ja noch größer geworden. Und deshalb will man ja auch nicht unbedingt Leser verlieren, die ja vielleicht auch irgendwo im rechten Spektrum zu verorten sind. Das erklärt, das ist noch eine Dimension, die zur politischen hinkommt und zu einem großen Druck seitens der Springer-Presse und der mit ihr verbundenen freien Publizisten oder auch pro-israelischen Vereinen ständig ausgeübt, vor allem in den sozialen Medien. Aber was eben in den Hinterzimmern der deutschen Presse in der Hinsicht geschieht, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, in welcher Form die Vertreter des israelischen Staates auch durch Telefonate, durch Redaktionsbesuche ausüben. Das scheint mir in den letzten zwei Jahrzehnten auch noch perfektioniert worden zu sein. Ja, vielen Dank. Ich würde dann auch ans Publikum öffnen für Fragen und Kommentare, wieder an den beiden Mikrofonen. Da erheben sich Menschen mit Papier in der Hand. Mehrere. Omri Böhm. This is open. Yeah. Thanks very much. I learned a lot. My question is to Yosef mostly, even though others might be also qualified to answer this. You spoke mostly about the relation between, let's say, the AfD and Israel. And I'm also wondering about the relation between Israel and the AfD. I take it one reason why the instrumentalization of the relation to Israel has been relatively weak
in its results is that Israel is still turning the AfD mostly a cold shoulder, but that is, of course, not the case when it comes to Donald Trump. It's not the case when it comes to Viktor Orban. It's not the case when it comes to the new right. What do we know about the relation of the Israeli government, even Yad Vashem, which has accepted radical right politicians in its house? I take it Yad Vashem is now led by a radical right colonialist. What do we know about those relations now, and how can we think about the effect that this might have on the AfD's instrumentalization of that relation? Also der Begriff, der Begriff kalte Schulter ist richtig. Also ich weiß jetzt, dass die, sowohl die israelische Botschafter in Berlin als auch der israelische Staat die AfD-Politiker grundsätzlich meiden. Also systematisch. Deshalb hat mich auch ja, dieses Treffen von Felix Klein mit Jürgen Braun etwas verwundert. Ja, weil Felix Klein selbst ja sehr stark vernetzt ist mit Vertretern des israelischen Staates bei dieser ganzen Kampagne gegen Antisemitismus. Ich glaube, man ist in Jerusalem auch etwas vorsichtiger geworden, eben weil diese Besuche von osteuropäischen Politikern, die rechtsorientiert sind, auch internationales Aufsehen erregt haben. Und vielleicht ist eben die Distanz zur AfD auch eine Konsequenz davon. Vielen Dank. Ich denke, das ist eine Wortmeldung. Ja. Ja. Vielen Dank für die Vorträge. Ich wollte ergänzen, dass das, was die AfD, was Sie an der AfD beschrieben haben, Herr Kreuterou, das ja auch für Rechtspopulisten in ganz Europa zutrifft, also gerade in Westeuropa. Marine Le Pen, die ihren Vater quasi abgesägt hat, weil das für einen Kurswechsel steht, weg vom alten Antisemitismus, der die Rechtspopulisten in ganz Europa ausgezeichnet hat, hin zu einem pro-israelischen, antimuslimischen Schwerpunkt und auch eben die Suche nach dem Schulterschluss mit Israel. Das ist, glaube ich, dem Zeitgeist geschuldet. Das ist in Osteuropa, glaube ich, ein bisschen anders noch von der Tendenz her. Ich kann das nicht ganz beurteilen. Das würde mich interessieren. Und zu der Frage mit den Medien, da haben Sie ja auch schon viel dazu gesagt, warum das so ist, wie es ist. Und es gibt einfach eine Synergie zwischen Populismus und populistischen Medien wie der Boulevardpresse und das ist nur naheliegend, dass es da so einen Gleichklang gibt und es ist schon bemerkenswert, dass es keine Partei gibt im Bundestag, in der so viele ehemalige Journalisten sitzen wie bei der AfD aus durchaus renommierten Häusern. Aber umgekehrt, also zum Thema, was auch noch angesprochen worden ist, wie die Redaktionen offen sind vielleicht für bestimmte Impulse. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bei der Taz sagen, wo ich 20 Jahre gearbeitet habe. Da war kein anderer Botschafter so häufig zu Besuch wie der israelische. Die israelische Botschaft macht eine hervorragende Pressearbeit, muss man jetzt ganz nüchtern unter PR-Gesichtspunkten sagen. Eine aktive Pressearbeit und die lädt sich selber gerne ein und die wird natürlich auch gerne eingeladen zur Diskussion, zum offenen Austausch. Da können andere durchaus sich eine Scheibe abschneiden. Ich würde noch einen Aspekt hinzufügen. Selbst die populistischen alten Massenmedien wie die Bild-Zeitung oder jetzt auch mit ihrem neuen Ableger Bild-TV stehen natürlich unter dem Druck dieser ausdifferenzierten neuen Kommunikationskanäle. Das ist ja dieser Steve Bannon-Effekt, sozusagen auf so eine Kopplung zu setzen, aber mehr noch natürlich auf Kanäle, die man selber kreiert, die sozusagen direkter das Publikum erreichen, so das Vermeiden von Gatekeeping professioneller Journalisten, was ja Trump bis im Exzess, die Washingtoner Presse Corps, einfach nicht mehr ernst genommen und mit ihnen Schlitten gefahren. Das ist natürlich eine vollkommen neue Situation im Gegensatz zu der Zeit, die ich da geschildert habe, wo das alles sehr wohl geordnet war und auf dem politischen Koordinatensystem sehr genau einzuschätzen war es. Und deshalb muss man die Wirkung doch als dialektisch ansehen. Also der Auflagenverlust der Bild-Zeitung ist ja dramatisch.
Bild-TV funktioniert meines Wissens nach überhaupt nicht. Das heißt, das ist natürlich auch eine hoffnungsvolle Perspektive, dass sich solche rechtspopulistischen Movements, mit welchen Argumenten auch immer, irgendwann wie die AfD im Moment offensichtlich auch totlaufen, weil die Argumente dann nicht ausreichen, um komplexere Problemstellungen im 21. Jahrhundert zu bewältigen. Also man sollte Mediatisierungseffekte auch nicht überschätzen. Ne? Noch etwas würde ich gerne hinzufügen zur Frage von Daniel Bax. Die AfD reiht sich ein zwar in diesem Spektrum der rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien in Europa, aber die ist dennoch sehr deutsch. Also es gibt da bestimmte Aspekte, die mir als spezifisch deutsch auffallen. Ich kann nur sagen, ja, vielleicht ein Beispiel, das mir besonders aufgefallen ist. Es gab dann irgendwann, hat die AfD mit dem Spruch geworben, Antisemitismus bekämpfen, AfD wählen. Also ich glaube nicht, dass man das auch bei Fidesz in Ungarn oder bei Le Pen in dieser prägnanten Form finden würde. Also es ist ja ein Teil dieses fast zu einem gesellschaftlichen Ritual, würde ich sagen, medial auch geworden in Deutschland. Es ist eigentlich nicht ein Mea Culpa, weil man ständig bei den anderen den Schuldigen sucht für den Antisemitismus. Es ist zu einem merkwürdigen Phänomen der kollektiven Selbstreinigung geworden. Eine Kompensation vielleicht für eine nicht verinnerlichte Auseinandersetzung doch mit dem Holocaust. Also das könnte man vielleicht auch so sehen. Ja, Hanno Löwy, du musst ganz nach oben, aber es ist ja nicht schlimm, mal zu laufen, ganz nach oben. Nein, ich wollte nur zwei Details ergänzen, die aber ganz erhellend sind für unseren Blick auf diese Strukturen. Man darf sich, glaube ich, nicht zu viel Illusionen darüber machen, was die Familienfehde im Hause Le Pen wirklich inhaltlich bedeutet. Jean-Marie Le Pen hat schon 1968 eine Schallplatte über die Geschichte Israels herausgegeben als Historiker, die sozusagen vor Israel, glühendem Israel-Patriotismus nur so platzte. Also das ist sozusagen nichts ganz Neues in diesem Spektrum, dass es immer wieder auch diese Begeisterung gab. Und ein kleines nur Detail zu den Hitler-Tagebüchern und wie hinter den Kulissen doch solche Netzwerke weiter funktionierten. Den entscheidenden Kontakt zwischen Kujau und wie hieß er, Heidemann, den hat Karl Wolf gemacht. Immerhin nicht nur Himmlers Adjutant, sondern auch derjenige, der die Massendeportation nach Treblinka aus Warschau organisiert hatte. Und der als Anzeigenleiter einer Münchner Illustrierte sein Geld verdiente nach dem Krieg. Der hat diesen Kontakt zwischen Kujau, der ja aus einer obskuren Nazi-Devotionaliensammlerszene kam, mit dem Stern überhaupt erst möglich gemacht, durch eben die Kontakte in beide Richtungen. Das sollte man nicht vergessen. Und der Mann ist dann kurz vor seinem Tod, auch das war damals noch ein bisschen anders, zum Islam konvertiert. Also Karl Wolf. Genau. Es gibt noch eine Variante, ich war da immer mal sehr daran interessiert, was ist eigentlich mit den Tagebüchern, es gibt ja viel mehr gefälschte Hitler-Tagebücher im Tresor in Hamburg, die haben immer versprochen, das ans Bundesarchiv zu übergeben, haben sie bislang nicht gemacht. Was steht eigentlich in diesen 50 Bänden drin, die wir nicht kennen? Weil da fängt ja überhaupt die Schilderung des Holocaust, die gefälschte Schilderung des Holocaust erst an. Und die These von Gitta Sereni war ja immer, dass alte SS-Generale, auch Mohnke, nicht nur Karl Wolf, diese gefälschten Tagebücher benutzt haben, um komplette geschichtsrevisionistische Thesen in die Welt zu setzen. Also insofern hat bislang Gruner und Jahr noch nicht das Vertrauen in das Bundesarchiv gehabt, diese Dutzende von Bände dahin zu übergeben aus den Jahren 41, 42, 43. Wäre interessant, das mal zu lesen. Gut, dann habe ich noch, ist das eine Frage dort? Gut, dann Sie zunächst, weil Sie ja stehen müssen und dann ich. Vielen Dank für die sehr spannenden und auch erschreckenden Vorträge. Ich fand es sehr interessant, wie Sie sich auf den Antisemitismus in den Strukturen konzentriert haben.
Und ich musste sehr an den letzten Vortrag denken, beziehungsweise von den Aufbau von der Struktur des Judens oder des Palästinensern als Versuch, die eigene Schuld unter den Teppich zu kehren. Und es ist eine sehr große Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass die Antwort auch sehr kompliziert und sehr lang ist. Aber ich würde mich für die Evolution der Figur des Judens oder des Muslims innerhalb von der AfD oder in den Leitmedien über die Jahrzehnte interessieren, wie sich diese Figur verändert hat, als sich auch der Bezug auf die eigene Schuld verändert hat. Also man muss, glaube ich, beide Sachen voneinander trennen. Die Beschäftigung mit der Schuld ist ja bei der AfD von Anfang an dabei gewesen. Aber sie entstand, wie ich gezeigt habe, aus meiner Sicht, aus einem Konkurrenzverhältnis zur NPD, die damit erst einmal schon erfolgreich war, aber weil sie eben beobachtet wurde vom Verfassungsschutz und man hat versucht, sie auch zu verbieten, weil was am Ende nicht geklappt hat, ist sie aus der politischen Landschaft verschwunden, weil auch die AfD bestimmte Bereiche, die NPD vorher besetzt hatte, für sich beansprucht hat. Ich habe natürlich den Blick gehabt beim Studieren der Wahlprogramme der AfD, ob Juden irgendwo auftauchen. Das ist wirklich bis vor einem Jahr oder so überhaupt nicht der Fall gewesen. Es sind ja wirklich nur auch diese Zitate über deutsche Geschichte, die aufgetaucht sind. Also mehr ist da eigentlich nicht zu finden. Aber die Muslime, die als Feind, also das Thema Migration, die tauchen dann auch schon ziemlich früh auf. Es gab schon 2014 bei der AfD eine Erklärung der sogenannten Patriotischen Plattform. Die ist eigentlich betrieben damals von einem Orientalisten. Er heißt Thiel Schneider, ist der Nachname. Und das hat schon 2014 sozusagen die Koordinaten gesetzt im Verhältnis zu Israel, aber das war verbunden gleichzeitig mit einer Schelte an Frau Knobloch von der jüdischen Gemeinde in München, dass sie sich nicht genug einsetzt für gegen Antisemitismus bei Muslimen oder gegen islamische Terroristen oder so in etwa war das. Ja. Auch zur Figur der Juden in der AfD, ja, es ist eine teilweise auch erdachte Figur. Also es passt natürlich nur eine bestimmte Art, eine bestimmte Figuration des Juden in dieses Gebilde. An der Figur des Muslims ist glaube ich, die ganze Klaviatur da gespielt worden an feindlichen Bildern. Also da könnte man nur darüber bestimmt ein ganzes Buch schreiben. Natürlich ist das, was die Medien und den Journalismus anlangt, im Verlauf der Zeit hat sich da viel verändert. Also je mehr 1968er in die Funkhäuser, in die Redaktionen dieser führenden Blätter eindrangen und da auch gesellschaftsverändernde Ambitionen zeigten über die Publizistik, umso mehr hat sich auch der Zugang zu Opfern zu bestimmten Themen verändert. Auf der anderen Seite kommt dann wiederum hinzu, dass es einen virulente antijüdische Sentiments gerade bei den Linken gibt. Also Wolfgang Krause hat das ja gut erforscht, was die frühe RAF, die Haschrebellen und so weiter, Kunzelmann, die Anschläge hier aufs jüdische Gemeindehaus. Also ich glaube, man muss da immer genau den Zeitpunkt und die handelnden Netzwerke ansehen, um jeweils zu konkreten, vernünftigen Aussagen zu kommen. Und zum anderen gibt es immer wieder diese Differenz zwischen dem jüdischen, meinetwegen auch dem jüdischen Finanzkapitalismus und den Leistungen des Staates Israel, also dem jüdischen und dem Zionismus. Das ist auch so ein Vexierbild, so eine Matrix und das muss man immer wieder pro Zeitraum in Betracht ziehen. Ja, vielen Dank. Ich wollte, da jetzt hier öfter über AfD und Le Pen und glühenden Israel-Lob in den
Schriften von Jean-Marie Le Pen gesprochen worden ist, noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Beziehung zwischen Antisemitismus und Zionismus oder Antizionismus ja nicht, wir werden ja heute Nachmittag noch mal darüber sprechen, nicht nur in der Variante besteht, dass Antisemitismus zugleich auch Israelfeindlichkeit bedeutet. Sondern es gibt auch die andere Variante, dass Antisemitismus mit Prozionismus einhergeht. Also das Lob des Staates Israel, damit man die Juden im eigenen Land los wird gewissermaßen. Und das lässt sich, glaube ich, bei der AfD nachzeichnen. Ich glaube, wenn man historisch guckt, kann man das auch nochmal in der NS-Bewegung untersuchen, weil bis zur Wannsee-Konferenz, an dem der Holocaust sozusagen geplant wurde, die ja auch die Variante vorhanden war, die Juden sozusagen zu expatriieren, loszuwerden aus Deutschland. Und in diese Variante jedenfalls reiht sich das Bild des prozionistischen Antisemiten ein. Judith Butler hat darüber mal publiziert. Ich würde nur kurz dazu sagen, es ist nicht wirklich prozionistisch. Also es ist ja es ist historisch etwas differenzierter und es ist ja auch es fehlte auch lange Zeit in der Forschung her. Und das hat vor kurzem erst ein junger Historiker namens Fabian Weber untersucht. Ich habe das Buch auch rezensiert. Das empfehle ich unbedingt dazu zu lesen. Denn er zeigt die Komplexität und die Kontinuität von dieser Argumentation, ja, wir müssen irgendwie die Juden loswerden, also sollen sie einen Staat haben. Da gestaltet sich ein bisschen das Ganze komplexer. Der SD, der das zunächst befürwortet hat, dann gesagt, dann steht ein Vatikan des Judentums, wenn wir weiterhin aktiv die Auswanderung nach Palästina unterstützen, hat das dann fallen lassen. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich habe trotzdem noch eine Frage oder zwei. Die eine an Sie nochmal. Sie haben das ja sehr, sehr eindrucksvoll geschildert, also dieses instrumentelle Verhältnis der AfD zu diesen Themen. Und ihre instrumentelle Israel-Freundlichkeit und ihr instrumenteller Kampf gegen Antisemitismus. Und ich frage mich eben dennoch, wie bekommt diese Partei die Spannung hin zu ihrer Anhängerschaft, die an den großen Plan denkt, also der große Plan, dass Europa geflutet wird mit muslimischen Migranten. Das wird gesteuert von Israel / der jüdischen Lobby in den USA, um wiederum den Nahen Osten frei zu bekommen, für Israels Expansionspläne und gleichzeitig eben Europa zu schwächen. Also solche Fantasien und ähnlich antisemitische Vorstellungen gibt es ja nun auch breit in der Corona-Leugner-Bewegung, die ja auch sich hat, Überlappungen zumindest hat mit der AfD. Wie bekommen die diese Spannung in der Partei hin? Also ich sehe eigentlich aus der AfD-Logik heraus überhaupt kein Problem damit. Man kann ja noch einmal, es ist hier auch nicht bis jetzt angesprochen worden und ich glaube, das fehlt auch ein bisschen bei der Analyse der AfD als Phänomen. Die AfD ist ja, ich habe gesagt, gerade auch deshalb spezifisch deutsch, weil sie auch mit der immer noch geteilten Mentalität Deutschlands hat. Zu tun hat. Ja. Also es gibt ja auch eine Wählerschaft im Osten Deutschlands, die anders denkt als die im Westen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Also da kommen einige Komponenten zusammen und man sieht, dass die AfD in den letzten Jahren immer stärker versucht hat, sich zumindest die Wählerschaft im Osten Deutschlands zu behalten, indem sie zum Beispiel Merkel mit Honecker ständig vergleicht, die Berliner Republik mit der SED und so weiter. Das wird immer wieder gekaut und letztendlich ist gegenüber Israel nur eine Freundschaft da. Also wie ich schon gesagt habe, man sieht Israel sogar irgendwo, zumindest es ist eine Fiktion, als Verbündeten im Kampf gegen die Expansion, angebliche Expansion des Islam in der Welt insgesamt, trennt aber diese abstrakte Finanzwelt
Das ist ja auch letztendlich ein sowjetisches Feindbild gewesen, das einfach perpetuiert wird. Und der eigentlichen jüdischen Gemeinde in Deutschland oder auch Israel. Also es läuft parallel und das eine stört das andere nicht. Dann die letzte Frage noch, die mir noch übrig geblieben ist, an Herrn Hachmeister. Sie haben ja, wie haben Sie es genannt, kontrollierte Schizophrenie im Hause Springer angesprochen. Und ich, aus Ihrer Kenntnis jetzt dieser ersten Jahrzehnte, wäre meine Frage, ob das, was da im Moment, also es ist ja, geht ja nicht nur um eine pro-israelische Politik, die einfach auch, wie gesagt, in den Statuten festgeschrieben ist, sondern das ist ja seit einigen Jahren der Kampf gegen Antisemitismus oder gegen das, was als Antisemitismus verstanden wird. Und das führt dann eben auch dazu, dass es war vor einigen Jahren zum Beispiel, also eine Liste der 10 Menschen und Institutionen in Deutschland, die den Antisemitismus salonfähig machen. Dann Augstein, Jakob Augstein mit draufstand. Ja, aber auch ich. Okay. Und vor allen herzlichen Dingen, Glückwunsch. Aber vor allen Dingen auch Frank-Walter Steinmeier. Und ich finde, das ist schon nochmal eine andere Dimension, wenn der Staatspräsident, das Oberhaupt des Staates dieser Republik in dieser Art und Weise angegriffen und verunglimpft wird. Ich finde, es ist schon eine Eskalation im Vergleich zu den früheren Jahren. Würden Sie das auch so bestätigen? Und diese Liste ist von Springer veröffentlicht. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ja, gut, das ist so eine unverbrüchliche Treue zu, wie der Kollege sagt, ein Konstrukt oder zu einer Fiktion. Da wird natürlich gar nicht genau hingeschaut, was da eigentlich passiert im Nahen Osten an Konfliktsituationen. Ich glaube, es ist dann, wo diese Konzerne, also der Springer-Konzern wird ja jetzt mehrheitlich beherrscht von einem US-Investor. Man orientiert sich im Grunde in die USA und arbeitet im Grunde an der Auflösung des alten Springer-Konzerns. Das weiß auch Matthias Döpfner. Da wird vielleicht noch irgendein Markenname überbleiben für einen Teil dieses Konzerns. Aber wie auch Bertelsmann in 20 Jahren, diese deutschen Medienkonzerne werden nicht überleben. Das wird in einer globalisierten Tech- und Medienlandschaft, die im Wesentlichen durch die USA und China bestimmt werden, wird vollkommen untergehen. Und das wissen die Manager natürlich auch, dass sie die letzte Generation sind, die noch diese alte Herrlichkeit von Bertelsmann, Springer, Burda, Bauer repräsentieren. Und insofern werden so Stabilitätsanker wie die Israel-Freundlichkeit des alten Springer-Verlages noch hochgehalten. Was anderes ist das nicht. Okay, ich weiß nicht, ob diese Nachricht der Globalisierung dann eine gute ist. Eine beruhigende, ich weiß. Ich danke Ihnen sehr, Ihnen beiden, für die Diskussion, für die Vorträge und Ihnen fürs Zuhören. Und die einzige gute Nachricht, mit der ich dieses Panel beenden kann, ist die Mittagspause, Sie ahnen es. Für die Teilnehmer gibt es Essen wie gestern auf der Empore, aber für alle anderen kann ich noch verkünden, das, was Susan Neyman gestern schon angekündigt gibt. Es gibt hier am Wasser an der Spree einen zusätzlichen Foodtruck, wo es sehr gute Piroggen gibt. Natürlich gibt es auch die Kioske hier aus dem Haus und das Restaurant unten. Also ich denke, wir werden alle gestärkt nach der Mittagspause uns hier wieder einfinden können. Und ich wünsche ein paar sonnige Minuten. Vielen Dank.